Tischtennis gilt als schnellste Ballsportart der Welt und wird seit Ende des 19. Jahrhunderts gespielt. Dabei wird das 40 mm große und 2,7 Gramm schwere Spielgerät auf der Platte hin und her gespielt, wobei der Zelluloidball die Platte mindestens, aber auch höchstens einmal pro Seite berühren darf. Mit einer mehr als deutlichen 14:1 Niederlage bei Domstadt Naumburg II waren die Mannen des SV Teuschern II in die Saison gestartet. Aber auch die heutigen Gäste der Eintracht Lützen III hatten mit 6:9 einen Fehlstart gegen die eigene zweite Mannschaft. Am Samstag wollten beide Teams nun die ersten Punkte einfahren. Ja, es ist erst das zweite Spiel in der Saison. Das erste war Anfang September und das haben wir leider verloren. Und dann hoffen wir heute auf ein besseres Ergebnis gegen Lützen. Ja, wir rechnen uns schon was aus. Wir waren noch ersatzgeschwächt im ersten Spiel. Und ja, ich denke, es ist etwas knapper, wie im ersten Spiel heute ausgeht, auf jeden Fall. Und wir hoffen auf den Sieg. Dabei hat man in dieser Saison eigentlich nur ein einziges Ziel. Ja, für uns ganz eigentlich nur heißen Klassenerhalt. Wir sind gerade so noch drin geblieben letzte Saison. Und ja, zählt jeder Punkt für uns. Mehr wie Klassenerhalt ist für uns nicht realistisch. In welchem Spielmodus wird hier gespielt? Ja, es ist ein 6er Bohrkreuz, nennt sich das, mit 6 Einzelspielern, 3 Doppeln. Und zuerst werden die Doppel ausgespielt und dann werden die Einzelspiele ausgetragen, wo jeweils jeder 2 Stück absolviert. Um ein Spiel zu gewinnen, müssen 3 Sätze gewonnen werden, wobei jeder Satz bis 11 Punkte geht. Und schon um den Vorsatz für die Saison zu unterstreichen, konnte gleich das erste Doppel glatt in 3 Sätzen gewonnen werden. Am Ende konnten sich die Gastgeber mit 9:7 Spielen den Sieg holen. Dabei wurden 34:24 Sätze oder 547:532 Bälle gewonnen. So stehen die Teuchern ja am Ende des Spieltages auf einem Tabellenplatz im Mittelfeld.